Aber das können wir gerne mal gucken, dieses Synchronspiel. Mal sehen, ob wir die erraten. Seid ihr gut in sowas? Hallo? Ah ja, hallo. Oh, falls ihr nicht. Der Typ ganz links spricht Sheldon Cooper, das weiß ich nur, weil Hassan mit ihm ein Interview gemacht hat. Ach, Lennart, ich bitte dich. Laut Mitbewohnervereinbarung darfst du die Heizung nicht höher als 21 Grad drehen. Die erste Stimme wird eine aus dem Sitcom-Bereich sein. Und dann gibt es noch eine Zweitstimme. Kann auch aus dem Sitcom-Bereich sein, kann aber auch aus irgendeinem Film sein. Es sind aber berühmte, bekannte Schauspieler aus. Es wäre gut, wenn du einmal die Sitcom an sich nennst und natürlich die Figur bzw. den Charakter. Okay. Ja, Big Bang Theory, Sheldon Cooper. Sobald man das Gerät öffnet, erlischt die Garantie. Die Garantie ist ein heiliger... Soll Untertitel eigentlich an sein? Boah, das check ich nicht, denn manchmal, YouTube macht das automatisch an. Sheldon, Big Bang Theory. Ja. Boah, jetzt kickt's, Digga. Was zwischen uns und der Anarchie steht. Das ist so cool. Cool ist das? Auf einmal komplett anderer Mensch. Könnte tatsächlich von Big Bang Theory kommen. Dieser Nerd, der Astronaut werden wollte. Nee, Howard. Gerrit, kannst du dieselbe Figur nochmal mit dem anderen Text? Schere schneidet Papier, Papier bedeckt Stein, Stein zerquetscht. Spricht der Typ nicht auch Leonardo DiCaprio, Digga? Exe, Exe vergiftet Spock. Spock zertrümmert Schere, Schere köpft Exe. Exe frisst Papier, Papier widerlegt Spock. Spock verdampft Stein und wie gewöhnlich, Stein schlägt Schere. Okay, das ist der Hauptdarsteller von The Big Bang Theory. Schere, Stein, Papier, Exe, Spock. Ja. Also es ist gar nicht mal so lange her, dass es erst abgedreht wurde komplett. Ich glaube in den letzten 2 Jahren oder so, 3 Jahren? Bisschen länger schon. Aber deine echte Stimme ist ganz anders. Natürlich. Ich will, dass ihr da rausgeht und euren... Leonardo DiCaprio. Steve Madden Aktien so tief in den... Ich denke an Argumon. Das ist jetzt Leonardo DiCaprio. Dass sie daran ersticken und bei euch 100.000 Anteile kaufen, das will ich von euch. Seid grausame Krieger, seid gnadenlose Henker, eine Armee von Telefonterroristen. Harun, Digga. DiCaprio? Könnte er vielleicht eventuell Leonardo DiCaprio sein? Digga, ich könnte in seiner Stimme leben. Leonardo DiCaprio? Oh, gut. Ja, sehr Glaube gut. Glaube ich, ja. Oder? Ja. Könnte sein, sehr ne? Gut, ja. Würde passen. Ja. Es ist diese schreiende Stimme, wenn er so richtig rot anläuft. Man kann den buchen, ne? Tu niemals, aus welchem Grund auch immer, irgendetwas, irgendjemandem, aus welchem Grund auch immer, egal was, egal wo oder mit wem du bist, wohin du auch gehst oder wo du gewesen bist, niemals. Aus welchem Grund auch immer. Aus welchem Grund auch immer. Boah, ich darf nicht in den Chat gucken. Oh, die Stimme kommt mir so bekannt vor. Ist das... Das hat sich auch ein bisschen wie Peter Griffin angehört, bin ich ehrlich, aber... Doug Heffernan ist es nicht, oder? Oh. Wer ist das? Ich hab, als er gerade normal geredet hat, ja. Mit Bill Cosby assoziiert. Die kommt mir halt auch brutal bekannt vor. Nein, Gott, bitte nein, 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 nein! Oh mein Gott, Dorfes, Dorfes! Dorfes, oh mein Gott! Wer stirbt denn so? Also wir gehen jetzt aus dem Sitcom-Bereich raus. Ein anderer Schauspieler. Wenn du halber Chinese bist, bin ich zur Hälfte schwarz. Ich bin dein Bruder und ein cooler Vogel. Kriegst du das geregelt, Snoopy? Krass gepunktet. Shaggy, Digga. Snoopy? Ich dachte für einen Moment, das wäre Jackie Chan. Nein, würde nicht können. Das ist einfach Rush Hour 1, Rush Hour 2, Rush Hour 3. Jackie Chan, noch vor 2 Wochen alles geguckt. Die Cookies sind fertig. Es gibt 1 Dutzend für dich und 1 Dutzend für mich. Ich persönlich esse immer genau 1,5 Cookie pro Tag. Also reicht das Dutzend für 8 Tage. Eigentlich 10 Tage, weil ich dienstags Zucker meide und sonntags rufe ich immer meine Mom an und die fragt dann, was mit meinem Telefon los ist, weil ich so fett... Boah, ist das... Ist das... Boah, wie heißen das? Die beiden Frauen, die Cupcakes, die so einen Cupcake-Laden aufmachen. Die Blonde davon. Ich weiß nicht, wie die Serie heißt. Das sind diese 2 Mädels, die in diesem Café da... Ja, genau, genau. Die Schwarzhaarige sieht übertrieben gut aus. Ich habe ein paar Folgen gesehen. Aber wie hießen die denn? 2 Broke Girls und die Blonde. Das ist auf jeden Fall eine Schauspielerin, die blonde Haare hat. Ja, sag ich. Jennifer Aniston. Oder die Blonde von The Big Bang Theory. Nee. Es muss Bernadette sein. Ich bin mir nicht so sicher. Bernadette, jetzt müssen wir mir kurz helfen von? Big Bang Theory? Nee, das ist sie nicht. Dann bleiben wir dabei. Dann kommen wir zur Stimme 2. Es ist eine Sitcom, aber eine andere Schauspielerin. Bitte? Ich gehe jetzt zur Arbeit. Nicht zu der glamourösen Karriere, von der ich immer geträumt habe. Das ist die. Jetzt macht sie die Two Broke Girl Stimme. Du Dippity-Doo-Dog bis zu meinem Dippity-Tod. Ja. Aber es sind jetzt hier schon so reale... Real? Ja. Der Tipp ist, das ist schon älter.
Gilmore Girls vielleicht? Oder? Machen wir die Anime-Version von dem Video gleich. Können wir auch noch gucken, ja. Prince of Bel-Air. Da waren wir ja noch flüssig. Prince of Bel-Air. Die Schwester? Dings, diese nervige Cousine. Nein, diese Cousine, die so Diva ist. Wie heißt die nochmal? Hillary. Hillary. Ich kenne die einfach nur. Ich bin in sie verliebt, okay? Wenn du nach dem Wort suchst, das dafür steht, dass einem jemand immer am Herzen liegt und man will, dass es der Person immer gut geht, auch wenn es ein Bro, ich kenne diese Stimme. Ich habe gerade erst eine Serie geguckt mit der Stimme. Wer ist das? Ja, und wenn du jemanden liebst, dann hörst du nicht damit auf. Niemals. Selbst wenn Leute dich irre nennen und mit den Augen rollen. Auch da nicht. Ganz besonders da nicht. Fuck. Nein, das ist nicht Detektiv Conan, Bruder. Ich kenne die Stimme. Ich tippe auf Ted Mosby. Matthew Perry. Chandler. Stimmt! Einen Moment dachte ich, ist das sogar Ross? Das hört sich inhaltlich ein bisschen an wie Ted. Ted Mosby, ja, stimmt, so Belting. Du hast recht, so du hast recht. Kratzig in der Stimme. Sind sie erkältet? Der hat ja auch diese Beziehung zu der einen. Robin. Chandler von Friends. Bei Two and a Half Men geht es ja eigentlich auch um Liebe und Frauen. Dein letzter Tipp, es geht auch um Freunde. Friends. Hallo. Na, ich weiß nicht mehr. Können Sie Stella sagen? Stella. Jetzt gehen wir in den Bereich Anime. 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 Anime, wild. Ah ja, perfekt. Dann gehst du lange auf Toilette oder so? So langsam werde ich richtig sauer. Geht eigentlich noch? Die sind doch nicht mehr ganz knusper. Frechheit, einfach so vorzugeben, als wären die wir. Die tun ja so, als wären wir... Oh, als wären wir Superstars, diese miesen Betrüger. Ist das Lissop? Ich habe so unfassbar lange One Piece nicht mehr auf Deutsch geguckt, Digga. Sehr unerwartet. Chopper. Wie kommt das so aus ihm raus? Lissop ist etwas anders, glaube ich. Ganz klar, Pikachu, oh. Oder? Kenn ich diesen Anime zu? Ja, stimmt. Ist das so ein fettes Schwein? Ich bin kein Schwein! Spricht Chopper so vielleicht? Ja, krass. Zwei Figuren in einem Anime synchronisiert. Läuft bei dir, wallah, krass. Noch mehr zu wollen würde nur auf beiden Seiten zu immer mehr unnötigen Verlusten führen. Ist das zu rum? Hier jemand ist, der immer noch nicht genug hat, dann soll er herkommen. Na los, wir kümmern uns nur zu gern um. Jetzt bin ich richtig verwirrt. Also in diese Stimme passt Zorro. Digga, der spricht Chopper und Zorro? Was? Gerade Gänsehaut gehabt, ich schwör's dir. Ich muss meine Kreditkartenrechnung bezahlen, denn wenn ich auch nur einen Lolli kaufen will, hat die Polizei mich schon am Wickel. Aber ich zahle meine Mastercard mit meiner Discover-Card. Ist das immer noch Anime? Mit meiner Optima-Card und meiner Optima-Card mit meiner City Trust Visa. Und deswegen schenken die mir eine Espresso-Maschine, die ich verkaufe. Und damit zahle ich die American Express. Sag mir gar nichts. Bekomme Bayonetta-Vibes. Ich denke da an die Mama bei Two and a Half Men. Was hast du, deine Idee? Nanny, ich sag, das ist die Fran. Ich gehe da mit. Bist du Fran? Und wir kommen zu... Doch, Sitcom, Jungs. Spielerin. Das ist jetzt ein Film, das hat mehrere Teile, ist sehr iconic. Star Wars, Leia. Wenn es Ihnen nur um Geld geht, dann sollen sie auch nichts weiter kriegen als Geld. Weißt du, egal wie sehr wir gekämpft haben, ich habe es immer gehasst, dich gehen zu sehen. Als er nur erzählt hat, iconic, mehrere Teile habe ich dann Harry Potter oder so erstmal. Dich immer, ich habe es gehasst, dich gehen zu sehen. Ja, ich glaube irgendwie Star Wars. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das ist die Frau, diese Liebhaberin von Anakin. Digga, von Anakin. Guck mal, die Prinzessin. Das ist nicht Leia. Ahsoka? Okay. Weiß ich nicht. Nee, Ahsoka habe ich nicht geguckt. Na gut, nehmen wir an, du schaffst den Abschluss. Das ist Bill Cosby. Sagen wir, du rutschst irgendwie durch. Und jetzt suchst du dir einen gewöhnlichen Job. Nur wie Okay, das hau die Anime-Folge mal bei Dings rein. Verdienen als gewöhnlicher, normaler bei Mensch. Fisch. Hey, Bill. Danke sehr. Bill Cosby. Ja, auf jeden easy. Fall. Weißt du? Hä? Weißt du? Also ich kenne ihn. Ich kenne sie. Ja. Sie sind echt cool. Einfach nicht Furious Marvel. Stimmt. Samuel L. Jackson. Does Samuel L. Jackson like anime? Yes, I do. Hentai too.
Also geht es hier nicht um King of Queens. Aber es ist, aber das also war doch auch Bilkowski. Dann kommen wir zum zweiten Schauspieler. Das ist also ein anderer Schauspieler, keine Serie, ist ein Film. Oh ja, Sir, ich habe Sie vermisst. Wie ein Schwein seinen Thron. Ja, das ist hier von, wie heißt der Film, Mann? Der Western, Leonardo DiCaprio, Samuel L. Jackson, Christoph Waltz, Django Unchained. Wie ein Baby den Nippel von Mamis Titte. Ich hab sie vermisst wie ein Spitzenstein in meinem Schuh. Krass. Oh, diese Lache. Die legendärste Lache der Welt. Sehr geil. Bitte? Samuel L. Jackson. Könnt ihr auch den Film erraten? Django Unchained. Das könnte The Hateful Eight sein. Oder der. Mein Name ist Gerrit Schmidt-Voss und Howard in Big Bang Theory war Sebastian Schulz. Mann. Dr. Sheldon Cooper. Wieder noch mal. Viele sind das noch. Es kommt mir so be- Hast du ein Problem damit? Oh, nein. Es ging Julian! Neue Kollegen, habe andere Kollegen jeden Tag. So. Manchmal. Ich glaube, wir hatten alle richtig, ne? Okay, Party Peoples, wir werden jetzt auch schlafen gehen. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Danke, dass ihr alle da wart. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.